Und hallo zum dritten Part von meinem 200 Abonnenten Grusel Special. Ich finde es ja schon mal toll, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt und immer noch weiter guckt. Denn jetzt zum Schluss, denke ich, habe ich mir von allen dreien so den Hammer aufgeschont. Wir spielen nämlich SCP-087-B. Ist ein Spiel, was eigentlich sehr, sehr viel Potenzial hat, finde ich. Man kann sich eigentlich erstmal gar nichts darunter vorstellen. Und wenn ihr euch jetzt was darunter vorstellen könnt, dann ist es mit Sicherheit was anderes als das, was gleich kommt. Wie soll ich es am besten erklären? Man weiß eigentlich so gut wie nichts drüber. Wir sind wahrscheinlich irgendwie ein Mitglied einer Spezialeinheit, würde ich jetzt mal vermuten, weil wir ständig über Funk von unserem Auftraggeber irgendwelche Befehle bekommen. Wir können aber eigentlich in dem Spiel nichts weiter machen, als ständig irgendwelche Treppen hinuntergehen und uns in ein unheimliches, dunkles Gewölbe zu begeben. Und in diesem Gewölbe erleben wir ständig irgendwelche kleinen Schockmomente. Und es ist schon ziemlich gruselig. Ich habe es selbst noch nie gespielt, muss ich dazu sagen. Ich habe es einmal als Let's Play gesehen und fand es da schon ziemlich schockierend. Habe mir gedacht, okay, wenn du mal sowas Let's Plays oder zeigst, dann musst du das auf jeden Fall mit reinnehmen, dieses Gruselspiel. Und das habe ich jetzt mal gemacht. Ich bin mal gespannt, was uns da jetzt erwartet, wie es geworden ist. Ich weiß auch nicht, ob man da irgendwie ein Ziel erreichen kann, weil es ist schon halbwegs blind, wie gesagt. Ich habe einmal was dazu gesehen und die sind da auf jeden Fall gestorben bei dem Let's Play. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir da irgendwas erreichen können und ja, leidet einfach mal mit mir. Wir werden sehen, was passiert. Ich sage, Film ab! Tag, Freunde! Der dritte Part vom 200 Abonnenten Special und wir spielen SCP-087-B. Und da der Akku nicht mehr allzu lange hält, wie ich sehe, fangen wir direkt mit dem Spiel an. Ein Spiel, was jetzt ein bisschen aus der Art schlägt, sag ich mal, was in die Reihe nicht so wirklich reinpasst, Slender-mäßig. Hat mit Slender nichts zu tun, aber soll ja mal für ein paar andere was sein, ne? Deswegen spielen wir mal was anderes. Ich öffne jetzt dieses Programm hier, das sich SCP-087-B nennt. Mittendrin. You are now inside the SCP-087-B. Please proceed with caution. Ja. Wir dürfen jetzt hier irgendwo lang gehen. Hier sind wir reingekommen. SCP. Und wie gehen wir hier runter? Okay. Wir könnten eigentlich nur geradeaus gehen. Das erleichtert die Steuerung. Ich werde jetzt hier nicht allzu viel quatschen, weil ihr euch reinversetzen sollt. Wie ich. Zweiter Stock. Das waren nur ein paar Augen. Mal links. Da ist ein Loch im Boden. Da dürfen wir, glaube ich, nicht reinfallen, wenn ich das richtig weiß. Gehen wir den rechten Weg. Okay.
ein Funkspruch! Ein dämlicher Funkspruch! Good luck, ja. Wieder ein Raum. Gehen wir diesmal links, komm. Sei denn, hier ist wieder ein Loch. Dann wollen wir da natürlich nicht hin. Was ist das? Das ist wieder ein Loch. Hallo? Hat sich wohl ein Backstein verschoben. Klang jedenfalls so. Die 8. Das war mal ein schnelles Stockwerk. Wieder eine Gabelung. Ich gehe direkt rechts jetzt. Falls links wieder eine Sackgasse ist. Jetzt ist rechts das Loch, ey. Ja, war klar. Das war klar. Zehntes Untergeschoss. Ist klar. Eleven. Ocean's 11. Oceans 12. Das klang wie eine Fackel. Wieder. Wieder. Oder hier fliegt ein Flugsaurier durch den Tunnel. Oceans 13. Was ist das? Da ist ein Loch an der Wand. Okay. Ein Geländer. Ja, aber sonst nichts, ne?
sehe gerade wenig. Oh, ey, cool, Torbogen. Das finde ich aber geil. Wo bin ich gerade? Der war gut. Gesicht. Das Spiel hat mich direkt rausgeschmissen. Die Aufnahme ist anscheinend beendet, von Fraps jedenfalls. Ja. Okay. Okay, es ist ein bisschen schockierend, gebe ich zu, ne? Aber es ist was ganz anderes. Ich würde vorschlagen, wir machen nochmal eine zweite Runde dazu. Allerdings werde ich vorher einmal den Akku auswechseln, weil ich sehe, dass der ziemlich am Ende ist. Und ich möchte nicht, dass das während der Aufnahme abschmiert. Deswegen wechsle ich kurz den Akku und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis Runde 2. Ciao. Ja, Tag, da bin ich wieder, ne? Akku ist getauscht, da liegt er. Volles Akku-Ladesystem vorhanden. Oder so. Ja, wir starten direkt eine neue Runde. Und die letzte Runde. Das wird die letzte Aufnahme für dieses Special sein. Denn ich denke, wenn man dieses Spiel zu oft nacheinander spielt, dann schockt es auch nicht mehr. Weil irgendwann sind auch die Schockmomente aufgebraucht. Ich denke mal, das wiederholt sich irgendwie immer wieder. Weil wir hatten ja eben im ersten Versuch schon dreimal dieses Gesicht da. Mal gucken, was diesmal passiert. Vielleicht passiert was anderes. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht so oft gespielt. Ich starte es und drücke direkt Aufnahme. So. Okay. Wollen wir mal. You are now inside the SCP-087-B. Please proceed with caution. Gut. Dann lasst uns mal reingehen in den Schacht. Zweiter Stock ist noch viel vor uns. Was sagst du? Du hast so wonnig gegrunzt. Versuchen wir es nochmal links oder? Ja, komm. Wahrscheinlich wieder ein Loch. Natürlich.
Vielleicht ist es auch egal, für welche Seite man sich entscheidet, dass die erste Seite immer das Loch ist. Ich weiß es nicht, kann auch sein. Dass das so programmiert ist. Ich mag die Sounduntermalung sehr, diese Geräusche im Hintergrund. Also nicht diese Effekte, die immer eingespielt werden, sondern das, was gerade jetzt läuft. Das auch. Wie weit waren wir eigentlich eben? 20? 21? Irgendwie so, ne? Glaube. Bald wird es wieder zweistellig. Der Flugsaurier ist wieder unterwegs. Oh, eine Abzweigung. Ich geh mal weiter. Noch eine Abzweigung. Ich geh mal rein. Links? Ich geh mal links. Nee, das ist wahrscheinlich der gleiche Weg. Dann gehe ich rechts. Bisschen auf den Boden achten, nicht dass da wieder ein Loch ist. Aber wir sind richtig anscheinend. Hallo Loch!
hast du recht. Ich gehe mal rechts. Achte auf den Boden. Loch. Ein Teufelskreis. Ich wollte nur gucken, in welchem Stockwerk wir sind. Ich gehe gerade wieder hoch, oder? Ja. Nee, gehe ich nicht. Was sehe ich denn da? Hä? So. Das schockt mich bisher am meisten, dieses komische, slenderartige Teil, was da auf einmal erscheint. 19. Gut. Ja, dich hatten wir schon. Dich auch. Das finde ich alles gar nicht so unheimlich, aber dieses Viech da wieder, ey. Oh. Oh, das Geländer wieder. War das nicht eben auch schon bei der 20? Ja, den Tunnel kennen wir noch. Hier war Schluss beim letzten Mal irgendwo. Leider ziemlich ähnlich verlaufen wie beim letzten Mal. Ich denke eigentlich, dass das normalerweise immer ziemlich willkürlich ist und dass man das nicht so abtimen kann, wann was passiert. Jetzt war es zweimal ein bisschen sehr ähnlich, doch, kann man so sagen. Trotzdem ein gutes Spiel, wie ich finde. Soll aber an dieser Stelle genug sein. Ich denke, zweimal reicht es. Und ihr könnt euch überlegen, das gibt es auch kostenlos irgendwo downzuladen. SCP-087-B, wenn ihr Spaß dran habt. Ich finde es eigentlich schon gruselig, also diese paar Momente, wo diese Figuren da auftauchen, das finde ich schon sehr, sehr schockierend, muss ich sagen. Obwohl mich, glaube ich, insgesamt am meisten Elementary geschockt hat. Ihr könnt ja selbst mal entscheiden. An dieser Stelle möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bedanke mich sehr, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und zugeguckt habt. Und bitte kommentiert, ob euch das Ganze gefallen hat, diese Art von Special, ob ihr das vielleicht immer nochmal sehen wollt, mit drei anderen Gruselspielen zum Beispiel. Oder, ja, irgendwelche Minispiele halt. Mal gucken, vielleicht wird man das ja irgendwann mal wiederholen. Irgendwann wird ja bestimmt nochmal ein Special von mir kommen, gehe ich von aus. Und, ja. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen. Ja, danke fürs Zusehen, es hat mir Spaß gemacht. Und jetzt kann ich auch endlich mal die Kopfhörer aus den Ohren nehmen. Ja. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen. Außer, bleibt mir treu. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal. Ah, ich muss ausmachen. Das ist ja okay. Ja.